beten mit Worten des 86. Psalmes. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Amen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen. Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen. Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Hört Worte aus dem Buch Ruth. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion,
Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie gingen aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um in das Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet und eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann gehört und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ sie nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen, und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will auch ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Schwöret unserm Überwinder lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eure Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o so flehet um die Wette, bis sie Jesus wiederstellt. Halleluja, welche Höhen, welche Tiefen reicher Gnad, dass wir dem ins Herze sehen, der uns so geliebet hat. Dass der Vater aller Geister, der Wunderabgrund ist, dass du, unsichtbarer Meister, uns so fühlbar nahe bist.
Liebe hast du uns geboten, dass man Liebe üben soll. O, so mache doch die toten trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann. Wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Ruth und Naomi. Eine bewegende Liebesgeschichte, die immer wieder erstaunen lässt. Immer wieder wählen sich Brautpaare den Satz, den Ruth sagt: Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Da, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Immer wieder wählen sich Brautpaare diesen Satz als Überschrift für ihre Trauung, für ihren Lebensweg. Eine beeindruckende Treue, eine berührende Liebesgeschichte. Aber fangen wir am Anfang an. Naomi lebt mit ihrem Mann in Bethlehem. Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes oder als Ort vielleicht Brothausen. Ein Name, der von Reichtum, von Sicherheit auf jeden Fall kündet. Ein Ort, wo man gut leben kann. Was muss los sein, um diesen Ort zu verlassen? Eine Hungersnot. Naomi und ihr Mann Elimelech gehen nach Moab. Kein Mensch geht freiwillig nach Moab, auf die andere Seite des Toten Meeres. Dort hatten die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen, ein Ort ohne Gastfreundschaft. Wer aus Bethlehem, dem Ort des Brotes, nach Moab geht, der muss in sehr großer Not sein. So wie die vielen, die sich in unseren Tagen auf den Weg machen, auf den Weg über das Mittelmeer, auf den Weg an einen Ort, wo sie sich eine Zukunft versprechen, selbst wenn sie dort nicht mit offenen Armen und gastfreundlich empfangen werden. Wie groß muss die Not sein? Naomi und ihr Mann leben in Moab. Aber das Drama geht weiter. Elimelech stirbt dort in der Fremde und seine Frau bleibt alleine mit ihren beiden Söhnen zurück. Dann aber wird erzählt, dass die Söhne sich Frauen nehmen in Moab. Sie heiraten dort, sie leben dort in der Fremde und machen die Fremde zu ihrer Heimat. Das kennen wir auch. Wir leben im Moment alle in einer Fremde. Wir kennen es, dass wir miteinander feiern können, dass wir uns treffen können zu Gottesdiensten, dass wir uns in den Arm nehmen können, dass wir dicht zusammen sind. All das ist nun schon fast ein Jahr nicht mehr möglich. Auch wir leben in einer fremden Situation. Wie gehen wir damit um? Denken wir, bald ist es vorbei und wieder wie früher? Bald können wir aus Moab zurück nach Bethlehem? Oder leben wir dort in dem, was uns fremd ist und richten uns so gut es geht ein? Leben mit dem, was ist und nehmen es als eine neue Normalität. Anders, als wir es uns gewünscht haben. Aber man kann so leben. Man kann mit dieser Situation umgehen, wenn man es denn lernen möchte. Ruth und Orpa heißen die beiden Schwiegertöchter, die Naomi bekommt, weil ihre Söhne heiraten. 10 Jahre leben sie so und dann sterben die beiden Söhne. Was für ein Drama. Trauer und Abschied, Angst und Verzweiflung. Und dann noch die große soziale Unsicherheit. In damaliger Zeit konnten Frauen einfach nicht alleine leben. Sie brauchten jemanden, einen Mann. Einen Mann, dem das Grundstück gehört, einen Mann, der ihnen Rechtssicherheit gibt. Wie
kann es weitergehen. Ein kleiner Nebensatz im Buch Ruth. Naomi sagt, kehrt zurück in das Haus eurer Mutter. Schutz finden bei Menschen, die einem vertraut sind, auch gegen die gesellschaftlichen Normen. Ein neuer Blick auf Männer und Frauen, auf Macht und Ohnmacht in diesem kleinen Nebensatz. Es wird deutlich, für die Bibel ist es eben nicht selbstverständlich, dass nur die Männer das Sagen haben, sondern auch Frauen können genauso das Sagen haben. Ein kleiner Nebensatz nur, aber es eröffnet sich ein ganz neues Bild, ein ganz neuer Blickwinkel. Naomi geht zurück in ihre Heimat, und ihre Schwiegertöchter kommen erst einmal mit, dann aber überredet sie: Es ist unvernünftig, wenn ihr mitkommt. Bleibt hier, bleibt in eurem Land, hier seid ihr vertraut und hier kennt ihr Menschen. Es ist unvernünftig, wenn ihr weiter zu mir haltet. Mein Los ist bitter, aber ich bin eine alte Frau. Bleibt hier. Und Orpa, deren Name übersetzt heißt, die sich abwendet, Orpa verabschiedet sich von ihrer Schwiegermutter. Mit Tränen, aber sie folgt der Vernunft. Ruth aber, ihr Name heißt übersetzt die Treue, hält zu ihrer Schwiegermutter. Ich gehe mit dir, ich halte mit dir aus, wir halten zusammen. Was für eine berührende Geschichte, was für berührende Worte. Sie halten zusammen und sie kehren zurück nach Bethlehem. Dort aber sind sie auch fremd. Naomi, die in beiden Welten, in Bethlehem wieder fremd war, in Moab Fremde blieb. Und Ruth, die Moabiterin, die nun die Ausländerin war, und die beiden Frauen, von den Leuten im Ort begafft, beguckt, beschimpft. Aber sie finden ihren Weg. Gott kommt in der ganzen Erzählung nur sehr selten am Rande vor, genau zweimal. Naomi hört, in Bethlehem war Gott. Er hat sein Volk besucht, es gibt wieder Brot. Das erzählt man sich in Moab. Und Gott spielt eine Rolle bei dem Treueschwur, den Ruth ihrer Schwiegermutter spricht. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Aber Gott kommt noch viel mehr vor. Er kommt vor, zum einen in der Sehnsucht der Menschen. Hat Gott uns verlassen, fragen sie. Gott, wo bist du denn? Und sie leiden darunter, dass sie eine Zeit lang das Gefühl haben, Gott nicht zu sehen. Auch das kennen wir. Und dann die Erfahrung, die man sich weitererzählt. Doch, Gott ist da, Gott vergisst uns nicht, er kümmert sich um uns. Und dann die große Heilsgeschichte. Ruth wird heiraten, wird Kinder bekommen. Ihr Enkel, das ist König David, der große, berühmte König David, und die Ausländerin seine Großmutter. Und so ist Ruth im Stammbaum Jesu. Sie wird in der Heilsgeschichte einen unverzichtbaren Platz einnehmen. Denn Jesus aus dem Stamme Davids, er ist einer der Nachfahren von Ruth. Gottes Treue, sie zeigt sich über Generationen hinweg. Gott lässt uns nicht los. Niemals. Amen.